akustisch. Unsere Kapazität, auf das Neue sich aufzumachen, auf Wort Gottes. Auf Wort Gottes, das in der Bibel ist, aber auch in anderen Menschen, in der Natur. Es ist verborgen, wenn er dieses Wort Gottes in uns fällt, wird es unterschiedliche Art von Frucht geben können. Aber werden wir es aufnehmen? Unsere Kapazität, dies aufzunehmen, kann repräsentiert werden mit unterschiedlichen Erdetypen, mit unterschiedlichen Konfigurationen. Wenn wir überhaupt und immer so abschütteln, wir möchten keine Veränderungen im Leben, wir möchten, nein, so wie es ist, so ist es, sind wir wie der Weg, die Erde auf dem Weg, da ist kein Platz, dass etwas sich weiterentwickelt. Wenn wir aber doch etwas aufnehmen, sind wir wie diese Erde zwischen den unterschiedlichen kleinen Steinen auf dem Weg. Da gibt es schon mehr Platz, aber nicht ausreichend, dass etwas elaboriert wird, dass etwas tatsächlich eine Veränderung in uns bewirkt. Deswegen müssen wir die Steine wegtun. Ich denke, dass wir können diese Steine gut nutzen. Wir können ein Haus konstruieren. Wir können die in eine kleine Mauer umwandeln. Und doch, so gibt es mehr Platz für diese Veränderung in uns. Deswegen nutzen wir die guten Dinge in unserem Leben, dass sie irgendwie auch das, was für uns das Fundamentale ist, was eine Veränderung ist, irgendwie einen Schutz geben. Irgendwie uns auch selber beschützen. Okay. Korn kann auch zwischen unterschiedlichen Pflanzen fallen, die einfach nicht erlauben, diesen Kern aufzusteigen und wachsen. Und das sind, wie das Evangelium auch sagt, das unterschiedliche Probleme in seinem Leben. Auch Reichtümer, alle Dinge, die ein bisschen oberflächlich sind, aber die wir denen irgendwie Raum schaffen, dass sie immer wachsen und wachsen. Die Sorgen können wir pflegen oder die Sorgen können wir abschieben. Die Reichtümer können wir begrenzen, können wir denen einen geordneten Raum schaffen oder wir können immer uns auf die fokussieren. Und dann können wir auch eine Erde sein, die Erde, die einfach Wachstum erlaubt, die offen ist für die Veränderung. Und gleich, also auf dem Rande von diesem ganzen Feld von Roggen, von Weizen, gibt es auch ein Steinchen, eine Mauer von den Steinchen, die wir von den guten Dingen in unserem Leben aufgesammelt haben. Was denkst du?